Hallo, ich bin Dina Kalfin. Wir senden einen nächsten Video-Digest zum Skyway-Projekt vom Homeoffice. Heute geht es um Folgendes. André Seitzer, Skyway-Top-Manager, informiert darüber, welche Projekte Skyway in diesem Jahr präsentiert. Der Bau des Skyway-Innovationszentrums geht in die zweite Phase. Wir haben eine Mobil-App für das SWC-Benutzerkonto eingerichtet. Jetzt im Einzelnen. Es ist ein neues Interview mit André Seitzer, dem Chef der Verwaltung für Rollmaterial bei der Unitsky String Technologies Company, erschienen. Herr Seitzer geht auf die Projekte ein, die eventuell in diesem Jahr präsentiert werden. Die Entwicklergesellschaft Skyway plant eine Präsentation von 2 neuen Fahrzeugen, so André Seitzer. Es geht um einen Unibus für hängenden Betrieb mit 25 Sitzplätzen und einen Unicon für Seecontainer. Derzeit montiert man in der Produktion ein selbstfahrendes Chassis. Man plant damit die Tests wichtiger Systeme für den künftigen Unibus. Dieses Chassis hilft außerdem, die Funktionstüchtigkeit der Unicon-Baugruppen zu prüfen. André Seitzer betont, dass Skyway bisher 10 Fahrzeuge fertiggestellt hat. Dies ist nur ein Fünftel von allen geplanten Projekten. Weitere Fahrzeuge wird man erst bauen, wenn die Nachfrage besteht oder die ersten adressierten Projekte bestellt werden. Um derzeitige Skyway-Entwicklungen geht es im Einzelnen im Interview mit André Seitzer. Der Link findet sich in der Beschreibung zu diesem Video. Hussein Al-Mahmoudi, Generaldirektor des Technologischen Forschungsparks von Sharjah, berichtete von dem Beginn der zweiten Bauphase des Skyway Innovationszentrums in Sharjah. Herr Mahmoudi postete diese Message auf seiner LinkedIn-Seite. Der Bau des Innovationszentrums ist in 3 Phasen eingeteilt. Heute gibt es in Sharjah bereits eine leichte Trasse mit der Länge von 400 Metern und das Ecodom. In Zukunft baut Skyway im Innovationszentrum 3 Trassen für Personen- und Güterverkehr. Wir weisen darauf hin, dass man die zweite Phase erreicht hat, trotz der Corona-Pandemie. Das bedeutet, dass der Bau des Skyway-Innovationszentrums vorankommt. In den sozialen Netzen posten wir regelmäßig neue Fotos aus den Arabischen Emiraten, damit Sie die Entwicklung des Projekts im Nahen Osten im Auge behalten. Der vollständige Text der Erklärung von Al-Mahmoudi findet sich unter dem Link in der Beschreibung. Wir freuen uns mitzuteilen, dass wir eine Mobil-App von SWC eingerichtet haben. Jetzt können Sie auf Ihr Benutzerkonto über jedes Android-Gerät zugreifen. Man nutzt den Mobilservice, um zum Beispiel aktuelle Nachrichten zum Skyway-Projekt zu lesen, Fehlgeraten im Blick zu behalten oder Meldungen über Referral-Gutschriften zu bekommen. Die App ist getestet und steht zu Ihrer Verfügung. Zum Herunterladen im Google Play folgen Sie dem Link in der Beschreibung zu diesem Video. Das waren die Nachrichten dieser Woche. Abonnieren Sie unseren Kanal und schalten Sie Benachrichtigungen ein, um den nächsten Video-Digest nicht zu versäumen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen!